Am Nachmittag des 9. Juli 1593, als die meisten Einwohner bei der Heuernte waren, brach unweit der Badestuben in der Hoyerswerder Badegasse ein Feuer aus. Es war durch das Fischen Krebssieden für eine Hochzeit entstanden. Der Brand breitete sich schnell aus und erfasste die halbe Stadt. Ein plötzlich einsetzender Regen rettete die andere Stadthälfte. Der Wirt und die Köchin des Hochzeitshauses flohen.